Yo Leute, Ruffy hier und damit herzlich willkommen zu meiner Review zu der Dragon Ball Super Folge 41 und Leute, ohne Scheiß, Dragon Ball ist komplett zurück. Dragon Ball Super hat mir in den letzten Folgen verdammt gut gefallen und gerade diese Folge fand ich wieder so geil. Es gab zwar keine Kämpfe, wie das in Dragon Ball natürlich üblich ist, aber von der Story her, wie es gemacht worden ist, fand ich es wirklich sehr, sehr gut und es hat mir einfach an allen Stücken sehr gefallen. Deswegen, wie gesagt, Dragon Ball Super ist in meinen Augen auf jeden Fall zurück, beziehungsweise Dragon Ball, das Franchise, ist zurück. Und wenn auch ein paar andere Sachen passieren, die ziemlich krass sind, wonach es aussieht, wodurch halt alte Fans wieder dazugeholt werden, dann sehe ich wirklich nur noch grünes Licht für Dragon Ball. Aber Leute, die erste große Info, die wir bekommen, ist natürlich Zeno-sama, der König von allen, mit dem geredet wird und von dem Bills und Chappa sehr, sehr viel Angst haben. Und sie verbeugen sich auch vor ihm, haben richtig Angst und so weiter und so fort. Dann wird ein bisschen geredet. Wir sehen, dass dieser Zeno-sama, dieser König von allen, so, er ist halt so wie ein Kind, keine Ahnung, er ist übelst kindlich. Das war irgendwie voll lustig dargestellt, fand ich. So, was aber viel, viel krasser ist, denn der Zeno-sama ist zu diesem Turnier gekommen und hat sich das Ganze angesehen und hat jetzt beschlossen, ein Turnier zu machen mit allen Universen, die es gibt. Und das ist verdammt noch mal Dragon Ball Hype überhaupt. Ich meine, wie geil wäre das, ein Turnier zu haben mit allen Universen, die es gibt. Es gibt ja einen Manga, der ist, glaube ich, von Fans, der heißt Dragon Ball Multiverse und da geht es darum, dass auch ein Turnier veranstaltet wird von allen Universen und das ist so geil, weil es gibt halt das normale DBZ-Universum, was wir haben, dann gibt es noch das Universum, wo zum Beispiel Vegeta und Son Goku fusioniert geblieben sind. Da gab es auch Bra, ja, die nun GT vorkam und die war übel stark. Dann gab es auch zum Beispiel ein Universum, wo Buu alle aufgesorgt hat, wo Cell alle aufgesorgt hat und wo Goku gar nicht auf die Erde gekommen ist und die Saiyajins noch zusammengeblieben sind. Also es gab so viele Möglichkeiten und Mann, ich bin so voller Hype, dieses ganze Turnier zu sehen. Und das spielt auch mit der Theorie zusammen oder beziehungsweise Talk zusammen, den ich letztes Mal aufgenommen habe. Den kann ich auch nochmal verlinken, wo es um den Timeskip und um die Fusion ging. Denn ein Timeskip ist dafür eigentlich notwendig. Ich kann es mir vorstellen, ich kann aber auch sagen, dass es vielleicht kein Timeskip geben wird für dieses Turnier. Aber wenn es so sein sollte, dann haben wir so ein geiles Team. Wir haben Son Goku, Vegeta, Gohan, der wieder zurückkommen wird und Gotenks, der sich dann auch wahrscheinlich anmelden wird und das sind 4 Saiyajins, beziehungsweise 5 Saiyajins und ich glaube einfach, dass das so genial werden wird, beziehungsweise wenn noch ein Timeskip kommt, heißt es ja auch, dass Oob mitkommt und das ist auch nochmal so geil, wenn Oob nochmal eine Rolle bekommt und dann müssen wir nochmal an die anderen Universen denken, dann gibt es doch mal ein Rematch zwischen Hit und Goku, das wird unnormal episch werden. Also da bin ich richtig gespannt. Dann wird es auch einen Kaba geben, der von Vegeta wahrscheinlich trainiert worden ist und dann nochmal gegen Vegeta kämpfen wird und das wird auch so ein geiler Meister. Schülerkampf. Und ja, wie gesagt, es gibt verdammt viele Möglichkeiten. Wir haben halt gesehen, dass Toriyama aus dem Universum von Champa sehr, sehr viel rausgeholt hat. Also es waren Charaktere, die eigentlich ziemlich interessant waren. Gut, da waren jetzt zwar nicht alle so cool, aber Hit, Frost und Kaba waren schon sehr, sehr gute Charaktere, meiner Meinung nach. Deswegen denke ich einfach, dass er wirklich unglaublich viel da rausholen kann. Er hat so viel Universum und das muss so geil werden. Und das wird wahrscheinlich der finale Arc von Dragon Ball, denke ich jedenfalls mal. Aber naja, werden wir mal auf jeden Fall abwarten, denn es geht weiter. Was noch ganz lustig war, nachdem Zeno-sama dann abgehauen ist, gab es noch ein paar Gespräche und so und das Coole war einfach, dass Monaka sich so ein bisschen mit Mr. Satan angeschlossen hat und die jetzt zusammen trainieren, weil Monaka soll jetzt ein bisschen das Vorzeigemitglied von seinem Gym werden, also von Mr. Satan und das ist wieder so lustig. Der angeblich stärkste Charakter aus DBZ mit dem angeblich stärksten Charakter aus Dragon Ball Super, das ist einfach so gut gemacht, ey. Und was auch noch cool ist, wir sehen Kaba, wie er zu Vegeta geht und sagt, ja, kannst du mir was beibringen, Mentor? Dann sagt Vegeta halt, nein, ich bin nicht der Mentor. Dann sagt er wieder, ja, Mentor. Und das fand ich auch wieder richtig gut gemacht. Kaba und Vegeta, das wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden zwischen den beiden. Ich glaube auch, aus Kaba wird sehr, sehr viel rausgeholt. Vergleichsweise natürlich nicht so viel, weil er ist, ja, in gewisser Weise doch schon so ein Nebencharakter. Aber ich denke schon, dass Toriyama das ein oder andere mit ihm geplant hat. Und ja, Goku bekommt dann ja auch noch eine Abfuhr von Hit, denn Goku wollte ja nach 3 Tagen wieder kämpfen, aber Hit hat einfach gar nichts gesagt. Ich denke einfach, Hit wird sich das Ganze für das nächste Turnier aufsparen und dieser Kampf wird verdammt nochmal geil werden. Ich meine, der erste Kampf war richtig geil, aber der zweite wird nochmal alles in den Schatten stellen. Aber so viel zu dem Turnier. Ich werde da vielleicht noch sogar ein eigenes Video zu machen, weil das einfach so eine Thematik ist, die mich sehr, sehr interessiert. Also werden wir auf jeden Fall mal abwarten. Ich sollte auch nochmal hier erwähnen, dass ich ein Dragon Ball FAQ machen wollte, auf halt Fragen, was noch im Anime passiert, was ich denke, was dann und dann passiert, welche Charaktere ich feiere und so. Also so ein ganz großes FAQ mit allen Fragen, die eigentlich so möglich sind oder auch was für Projekte noch auf meinen Kanal kommen. Deswegen schreibt auch mal unter diesem Video eine Frage, wenn ihr Lust habt. Schreibt einfach Hashtag DBFAQ und dann kann ich das rauspicken, weil ich habe auf Twitter gefragt und da kam jetzt nicht so viel Frage zustande, weil ja, es war eine sehr, sehr späte Postzeit, aber egal. Wenn ihr Bock habt, schreibt es hier in die Kommentare. Ja, wie dem auch sei, es geht weiter mit dem Super Shenlong oder dem Super Gottdrachen oder wie man das auch sagen möchte, denn Monaka hat herausgefunden, dass der Planet, auf dem die gekämpft haben, der letzte Super Dragon Ball ist, der ihnen fehlt und damit rufen sie auch den Super Shenlong, was aber auch ganz cool war, weil ja, da war wieder dieser coole Spruch, easy peasy lemon squeezy, der dann doch ja wirklich funktioniert hat in der Gottessprache, die Whis dann ausgesprochen hat.
Und der Typ, also der Super Shenlong, der sieht echt cool aus, muss ich sagen. So ein goldenes Design war schon klar oder so. Aber vom Design her finde ich ihn auch ganz cool mit den roten Augen und dem goldenen Schein. Sieht halt übelst cool aus. Auch von dem Bau an sich war das mal was anderes. Obwohl ich den Original Shenlong viel, viel cooler finde. Aber ja, der Super Shenlong war auch ganz cool. Was aber auch lustig war, er kam halt so und dann ist er so 2-3 Minuten einfach nur rumgeflogen überall. Das fand ich auch sehr, sehr lustig eigentlich. Der hat auch Planeten einfach gefressen. Und dann sehen wir halt, dass die DBZ-Fighter oder die DB-Superfighter in dem Sinne in Shenlong drinne sind und dann so einen Gang umfliegen oder durchfliegen und dann landen die halt in den Raum, wo dann der Super Shenlong nochmal in einer Präsenz da ist und damit der Wunsch von Wills geäußert und dieser Wunsch, man, ich muss sagen, das fand ich wirklich eine sehr, sehr nette Geste und ich fand auch, es war so ein toller Dragon Ball Super Moment, also ich weiß nicht, mich hat das komplett überzeugt. Ich war da schon so ein bisschen froh für die Person, für die sich was gewünscht hat, denn Bills hat zu Bulma gesagt, dass er sich ein neues Bett gewünscht hat, aber die Wahrheit ist einfach, dass Bills sich für seinen Zwillingsbruder Champa eine Erde gewünscht hat, die so ähnlich ist wie seine aus seinem Universum, also von Bills. Und das fand ich einfach so cool, dass Champa ihn verloren hat und trotzdem diese Erde bekommt und dass Bills das noch so macht oder Beerus das sogar macht. Keine Ahnung, ich fand das wirklich sehr, sehr, sehr nette Geste. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das so aufgefasst habt. Und ja, das wäre es dann von der Folge gewesen. Die nächsten Folgen werden so ein bisschen, ja, zwischen den Arcs spielen. Also es kommen ein paar Folgen, nicht Filler, aber um so ein bisschen was zu füllen, um halt den nächsten Arc vorzubereiten. Aber die gehören halt natürlich auch zur Story dazu. Ich freue mich auf den nächsten Arc, auf jeden Fall. Ich freue mich auf die lustigen Folgen, auf die ruhigen Folgen. Mal sehen, ob ich die dann zusammenpacken werde, werde ich dann noch schauen. Weil wie gesagt, da wird nicht viel Input drin sein. Was aber lustig ist, in der Preview sehen wir schon, dass Son Goku gegen Monaka kämpft. Und wir haben ja gesehen, dass Monaka ein Mitarbeiter ist, sozusagen von Beerus. Und ja, er hat auch eine gute Entlohnung bekommen, aber Beerus möchte ihn weiter benutzen, um Son Goku zu motivieren. Fand ich auch sehr, sehr interessant. Was ich noch komplett vergessen habe, was ich noch sagen wollte, Zeno-sama, der hat noch gesagt, dass er die Götter der Zerstörung ersetzen will oder kann. Das war natürlich nur ein Spaß, er macht es nicht, aber das wurde wieder angesprochen. Deswegen glaube ich auch, dass am Ende von Dragon Ball Super neue Götter der Zerstörung da sein werden. Da kommt auch nochmal ein Video dazu. Aber wie gesagt, wollte ich nochmal erwähnen, das wäre es dann wirklich von der Review gewesen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie fandet ihr diese Folge? Also ich fand sie sehr, sehr genial. Und ja, was habt ihr für Erwartungen, die Universen, die aufeinandertreffen? Habt ihr irgendwelche Ideen oder so? Schreibt es mir in die Kommentare. Denkt an das FAQ, Hashtag DBFAQ. Und ja, damit bin ich auch raus. Wünsche euch natürlich noch einen super schönen Tag. Wir sehen uns aber beim nächsten Mal. Haut rein!